Servus zusammen, hallihallo, hallöle. Also das war eine denkbar schwache Leistung, was der DAX hier gebracht hat in dieser Woche. Vor allen Dingen nach dieser Weltklasse-Vorlage, Außenband raus, komplett mit deutlichem Abstand zu den letzten Hochs, in Spuckdistanz zum All-Time-High. Und dann verwandelt er diesen Elfer ohne Torwart nicht. Also das muss schon sagen, das war schon armselig. Ja, also das ist wirklich, wirklich armselig. Nun gut, wir haben erstmal zweimal auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt, ist ja soweit in Ordnung. Ja, und heute hat er dann einfach keine Kraft mehr gehabt. Hat es nicht geschafft. Wochenende, Verfalltermin, Systemschwierigkeiten. Also es haben heute einige Emittenten, konnten gar nicht handeln. Das war schon blöd. Ja, das kommt natürlich dann hinzu. In einen schwachen Markt, wenn man da nicht handeln kann, wenn auch die Hedge-Möglichkeiten begrenzt sind, ist das ganz schwierig. Wir haben aber auch dieses Low hier unterschlagen. Oder unterboten vielmehr, vom 9.7. Da war 18.218, auch nicht gut, also der Schlusskurs hier, auch nicht gut, und zwar deutlich. Was ihm jetzt bleibt als Unterstützung, ist die Verbindung aus dem unteren Band, hier, das ist bei 18.030, und dann einmal, zweimal, dreimal, viermal die 18.050 gesehen. Das ist schon ganz gut. Jetzt ist es aber so, wenn der DAX an so eine Tausenderstelle kommt, da guckt er auch gerne mal drüber oder drunter. Und die zieht dann, rein psychologisch, die zieht. Wenn der also wirklich irgendwo hier so bei 18.033 ist, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 18.000 unterbieten, für relativ groß. Und dann ist als letzte Unterstützung hier die 17.950. Ich kann ja mal gucken, hinten dran sind wir erst hier unten irgendwo in dem Bereich bei 17.650. Mir passt von daher noch rein, weil ich ja die letzten 7 Raten von den Sparplänen nicht gemacht habe. Und das war ja letzte Woche hier. Oben lag ich da mal rund 900 Punkte hinten. Jetzt ist es nicht mehr so viel. Also wenn wir hier irgendwo in diesen Bereich reingehen, werde ich mit Sicherheit mal wieder ein paar zumachen. Aber da sind wir ja noch nicht. Von der Technik her hat heute die traditionelle Sichtweise auch nochmal ein Verkaufssignal gegeben. Die moderne Sichtweise, die ist schon ein bisschen früher Short, die ist schon seit hier Short. Stochastik, nicht den Hauch eines Stabilisierungsansatzes, gar nichts. Von daher muss ich davon ausgehen, dass wir diesen Bereich hier irgendwo mal testen. Irgendwie antesten, Montag, Dienstag. Ich habe auch Klitzekleinigkeiten heute gekauft. Das eine ist Pernod Ricard, ja, die Säuferaktie, wie ich sie immer liebevoll nenne. Ist ja ein bisschen zu früh. Richtig wohl fühle ich mich damit nicht, obwohl die schon auch schon in diesem Jahr nur 25% verloren hat. Ich habe Kleinigkeiten in DUI gekauft und die ersten 100 Aktien in BOSS. Weil da finde ich auch, das ist jetzt ein bisschen arg viel, aber es sind nur 100 Stück. Wenn die jetzt nochmal 3 Euro fallen, dann bringt mich das auch nicht um, aber ich will es jetzt mal schnüffeln. Ich habe hier momentan keinen Stabilisierungsansatz. Ich muss davon ausgehen, dass wir diesen Bereich hier irgendwie testen. Ich gehe jetzt nicht auf diesem Niveau jetzt nochmal neu Short, das mache ich nicht. Im DAX selbst halte ich mich ziemlich raus. Ich finde den irgendwie ziemlich unangenehm zu handeln. Vor allen Dingen heute Morgen, als dann Emittenten Schwierigkeiten hat, da habe ich mich sofort rausgehalten, sofort gar nichts gemacht. Weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass der Emittent der Scheine, die ich dann handeln würde, dass der dann nicht auch davon betroffen ist, von diesen IT-Schwierigkeiten, ja. Habt ihr jetzt bestimmt alle verfolgt und CrowdStrike ist deutlich tiefer. Irgendwas habe ich von 20% gelesen. Aber gut, ist mir auch egal, das kann nun mal passieren. Aber das ist natürlich ein fetter Warnschuss. Meine Güte, wenn da mal einer versagt, die Kettenreaktion ist gewaltig. Und da werden sich mit Sicherheit jetzt übers Wochenende ein paar Leute irgendwas ganz Schlaues überlegen, wie man das in Zukunft verhindern kann. Gut, mehr habe ich also leider nicht. Noch ein Wort des Dankes an alle, die mir geholfen haben mit der holländischen Wohnung, weil wir haben endlich eine gefunden. Hurra! Mein Gott, da fällt eine große Last von mir ab. Und das haben wir also jetzt erledigt. Das ist auch gut. Euch wünsche ich ein tolles Wochenende und ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.